die diesjährige Staffel von Let's Dance steht unter keinem guten Stern. Eigentlich sollte das Jubiläumsjahr der beliebten Tanzshow zu dem Highlight werden. Doch stattdessen wird die Sendung mit etlichen krankheitsbedingten Ausfällen und diversen Partnertauschs überschattet. Ein fairer Wettkampf ist damit nicht mehr wirklich gegeben. Ist es da noch sinnvoll, mit der 15. Let's Dance Staffel weiterzumachen? Das sagen die Fans zu dem ganzen Dilemma. Auf Instagram kommentieren viele Fans unter einem Promi-Flash-Beitrag, dass sie eine kleine Pause begrüßen würden. Es wäre gut, zu pausieren und erst wieder zu starten, wenn alle gesund sind. So ist es für keinen fair, mach doch eine Pause, 2 Wochen für alle und weiter geht's, oder die Fans denken, alle isolieren und pausieren, aber nicht abbrechen, schreiben unter anderem 3 User. Andere Fans fordern strengere Maßnahmen bei all dem Chaos, sofort einstellen. Das macht keinen Sinn mehr, abbrechen, das macht keinen Sinn so oder aussetzen und nächsten Jahr neu starten, werden hier einige Stimmen laut. Auch die Promiflash-Leser sind sich etwas uneinig. In einer Umfrage, Stand, 8. März 22.00 Uhr, sind 2947 von 4336 Zuschauer 68,0% dafür, dass Let's Dance so nicht mehr fair ist und abgebrochen werden sollte. 1389 Fans 32,0% sehen in den Ausfällen kein Problem und hoffen, dass es weitergeht.